Leute, was geht ab? Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben heute einen wunderschönen Tag, denn der Postbote war soeben da. Kein Postbote, der Kurier, der mir meine Streben nach Glück Box gebracht hat. Das erste Ding exklusiv bei mir gelandet. Ich habe es vorher noch nicht gesehen, war gerade mega geflasht gewesen, habe es auch noch nicht ausgepackt. Werde es jetzt mit euch auspacken und auch das erste Mal dann live die CD sehen und alles, was dazugehört. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Am 12.3. erscheint dieses Album Streben nach Glück. Heute um 23:59 Uhr kommt der letzte Vorbote zum Album Squad Showtime. Der erste Crew-Song mit Guns Life is Pain. Absolute Premiere. Sechs Artists auf einem Song. Sind wir sechs? Ja, wir sind, glaube ich, sechs. Auf jeden Fall Kianush, Jamule, 4D, Hamso 500, Ruhr und meine Wenigkeit. Es wird sehr, sehr nice. Wir haben eine sehr geile Promophase hinter uns, eine sehr geile Reise habe ich mit euch erlebt. Es sind sehr persönliche Songs von mir gekommen. Ich glaube, inhaltlich habe ich noch nie so etwas gemacht, deswegen war das für mich auch eine ganz besondere Zeit. Und diese Box ist auch irgendwo ein kleines Erinnerungsstück daran. Deswegen will ich euch gar nicht allzu lange auf die Folter spannen. Das ist das Ding. Es sieht mega nice aus. Ich komme mal ein bisschen näher an die Kamera, damit es hier im Fokus erscheint. PA Sports 2011, 2021. Hier hinter dem Namen ist der Songtext zu Streben nach Glück. Auf jeden Fall vom ersten Part. Hier seht ihr nochmal Streben nach Glück, Schriftzug. Genauso auf der anderen Seite. Bam. Life is Pain. Life is Pain. Sehr geile Box. Ich finde auch dieses Minimalistische passt sehr zu dem Album, ne, weil es, wie gesagt, sehr persönlich ist und deswegen, das sieht so ein bisschen Fotoalbum-mäßig aus. So buchmäßig. So, ich würde mal sagen, wir packen das Ding hier aus. Es ist auch ehrlich gesagt eine sehr große, robuste Box. Also wirklich, das ist das erste Mal, dass ich dieses Ding hier auspacke. Vorher noch nie gesehen, was da drin abgeht. Nur auf Grafiken. Also, so sehr nicer Karton, sehr robust, sehr stabil, kein billiges Material, sehr schön. Also das sieht wirklich nice aus. Ich finde wirklich, das ist eine sehr stylische Box, ohne viel Schnickschnack. Manchmal ist weniger mehr und ich stehe da voll hinter. Ich finde es mega geil, mega nice. So, dann packen wir sie mal aus. Die gute alte Strebe nach Glückbox. Da ist sie. Da ist sie, meine lieben Freunde. Die haben wir schon gesehen, aber die checken wir jetzt gleich nochmal aus. Aber um kurz darauf einzugehen, was ihr noch findet in dem Album. Wir haben hier ein gefaltetes Poster. Mit dem grimmigen PA aus dem 100 Bars Final Kill Cover. Fokus, Fokus. Sticker. Am Fokus, Fokus, Fokus. Wo ist der Fokus? Sticker. Life is Pain. Ich muss das hier alles in Eigenregie machen. Und ey, mein Gott, das ist zum ersten Mal. Scheiß. Barnes. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Die CD müssen wir an der Stelle einmal direkt auspacken. Muss mir das jetzt hier reinziehen in Real. Okay, ich mache die CD wahrscheinlich schon kaputt, bevor ich sie aufbekommen habe. Ah, okay, ja, tatsächlich. 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 Ich war zu aggressiv. Ich habe reingeschissen. Den 90er Jahren. Hier seht ihr das Cover. Booklet. Sehr nice Booklet. Richtiger Classic Shit. Richtiger Classic Shit. Richtiger Classic Shit. Das müsst ihr live haben. CD. Hier. Perfekt gerade präpariert, dass ihr so die CD sehen könnt. Sehr geil. Also, ich ärgere mich jetzt schon gerade, dass ich hier mein erstes Exemplar gerade hier beim Öffnen beschädigt habe. Also entfernt dieses
diese Geschichte hier auf jeden Fall mit Liebe. Damit das auch ganz gut. So. Ich weiß, viele von euch verabschieden sich langsam von diesem Medium, aber wenn ihr dieses Album als CD haben wollt, dann müsst ihr euch die Box holen, weil nirgendwo anders wird es das als CD geben. Jetzt kommen wir zum Hauptinhalt. Zum fucking Hauptinhalt. Meiner Meinung nach eins der geilsten Boxinhalte, die es je gegeben hat. Das ist Größe M. Ich sag euch auch gleich noch was dazu, wo es noch Boxen gibt, für alle, die davon ausgehen, dass wir jetzt schon irgendwie restlos ausverkauft sind. Weil da geht noch ein bisschen was. Ich zeige euch jetzt hier erstmal Stück für Stück. Also, fangen wir an. Damit ihr schon mal grundsätzlich seht, das Ding ist mega krass veredelt. Also allein schon hier die Knöpfe. PA Sports, Life is Pain. Aber egal. Oh, mein Ding, ich ziehe das Ding mal direkt an. Streben. Glück. Life is pain. Der Hirsch. Songtext. Alles am Start. Wirklich brutale Jacke. Brutale Jacke. Noch brutaleres Album. Und ja. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Auf Amazon gibt es aktuell nur noch Größen L und XL. Jedoch könnt ihr bei uns im Shop auf lifeispain.de noch ein paar Exemplare in M bekommen für diejenigen, die auf der Suche nach M sind. Gleichzeitig gibt es bei uns im Shop mittlerweile auch diesen Drop hier, streng limitiert wie beim letzten Mal. Da war nach ein paar Tagen alles weg gewesen, deswegen gibt Gas. Auf jeden Fall könnt ihr in unserem Shop auf lifeispain.de Boxen erhalten. Das heißt, wenn ihr seht, dass Amazon, Saturn, Mediamarkt irgendwie Platz sind, ausverkauft, bei uns ist auf jeden Fall noch ein bisschen was am Start. Nicht mehr viel. Wir reden hier von, weiß nicht, 200, 300 Exemplaren allerhöchstens. Deswegen würde ich sagen, gibt Gas. Denn ich gehe stark davon aus, dass die Box sehr bald restlos ausverkauft sein wird. Und ich freue mich aufs Release. Nächste Woche Freitag ist es soweit. Heute um 23.59 Uhr sehen wir uns mit dem Crew-Song. Es wird einfach bombastisch. Ich küsse eure Augen, Leute. Bis dann. Peace.